Alleine deswegen muss ich das schon behalten. Wieso kann ich nicht zu den... Das ist Fred. Ach so. Es gibt die Docks gar nicht wirklich. Das ist einfach nur, ich kann aufs Boot. Na gut. Das hilft mir jetzt aber immer noch nicht dabei, diese blöde Quest zu lösen. Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir jetzt das Katzenkostüm haben, auch wenn es uns alles gekostet hat, was wir hatten. Aber gut, wir kriegen sie auch wieder im Laufe der Zeit. Ist sie das? Hm, ihr sucht eine junge Dame namens Akia. Nun, ich heiße Akia. Glaubt ihr, ich bin vielleicht diejenige, nach der ihr sucht? Ja. Waldes überreicht Hakims Brief. Oh, ist das etwa ein Brief von Hakim? Hab tausend Dank. Ich werde ihn sofort lesen. Dann lasst mich mal sehen. Liebe Akia, geht es dir gut? Hoffentlich ist deine Ausbildung in der Bäckerei nicht zu anstrengend. Du schlägst dich dort sicher hervorragend. Du hast dich schließlich schon als Kind nicht vor harter Arbeit gescheut. Nun, da die Not unseres alten Lebens der Vergangenheit angehört, bete ich jeden Tag, dass du deine Freiheit genießt. Ich kann es kaum erwarten, dich zu einer richtigen Bäckerin erblühen zu sehen. Ich habe diesem Brief ein paar Goldmünzen beigefügt, die dir das Leben hoffentlich etwas einfacher machen werden. Ich hoffe sehr, dich eines Tages wiederzusehen und von deinen köstlichen Kuchen zu kosten. Mit ganz viel Liebe, dein Hakim. Ach, der arme Hakim. Er muss sich an allen Ecken sparen, damit er mir etwas Geld schicken kann. Ich muss ihm unbedingt zurückschreiben. Bitte wartet einen Augenblick. Es dauert auch nicht lang. Waldes wartet, während Akia ihren Brief schreibt. Mir ist bewusst, dass das ziemlich viel verlangt ist, aber könntet ihr vielleicht zum westlichen Kontrollpunkt zurückkehren und Hakim meinen Brief bringen? Ja, das ist ja jetzt nicht so weit. Ich wäre euch auch sehr dankbar, wenn ihr meinem Bruder verschweigen könntet, dass ich nicht mehr in der Bäckerei arbeite. Das möchte ich ihm lieber selbst sagen, wenn die Zeit dafür reif ist. Habt tausend Dank für eure gutige Hilfe, mein Freund. Möge die Sonne euch stets ein sanftes Lächeln zeigen. Westlicher Kontrollpunkt von Gallopolis also. Kann ich mich da nicht sogar schon hin teleportieren? Ja, Süden von Gallopolis. Das dürfte da in der Nähe sein. Dann schließen wir die Quest nämlich jetzt mal eben ab. Bevor wir damit lange rumlaufen. Wie weit ist das weg? Das ist überhaupt nicht weit weg. Da bräuchte ich theoretisch nicht mal ein Pferd. Ich nehme es mir trotzdem, weil ich es kann. Geht weg, ihr komischen Viecher. So. Oh, ihr seid zurück. Habt ihr meine Schwester gesehen? Wie geht es ihr? Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Hakim Akias Brief geben. Oh, ist das etwa... Ja, ein Brief von meiner geliebten Akia oder lieben Akia. Tausend Dank, dass ihr ihn mir gebracht habt. Ich bin ja so gespannt, was sie zu berichten hat. Lieber Hakim, vielen Dank für deinen Brief und natürlich das Geld. Ich weiß, wie schwierig es für dich sein muss, für uns beide zu sorgen. Ohne deine Unterstützung wäre es mir nicht möglich, meinen Traum zu verfolgen und Bäckerin zu werden. Ich lerne hier so viel. Erst neulich bin ich wieder für meine Fortschritte gelobt worden. Ich werde weiterhin hart arbeiten, Hakim. Ich möchte, dass du stolz auf mich bist. Mit ganz viel Liebe, Akia. Haha, die liebe kleine Akia hört sich ganz danach an, dass es ihr gut geht und dass sie hart arbeitet. Sie hat es im Leben nicht leicht gehabt, wisst ihr? Unser Vater hat uns nicht gut behandelt. Früher war er ein netter und sanftmütiger Mann, aber dann hat er sich schwer verletzt und ist unglaublich verbittert geworden. Er hat seinen Frust oft an Akia und mir ausgelassen. Unter solchen Bedingungen aufzuwachsen war natürlich alles andere als schön. Und genau darum möchte ich dafür sorgen, dass sie ihr Leben genießen kann, nun da sie frei ist. Ihren Brief zu lesen war für mich eine große Erleichterung. Es bedeutet mir viel, dass ihr ihn mir gebracht habt. Bitte nehmt dies als Zeichen meines Dankes an. Anleitungsbuch mit dem Titel Waffenfertigung für Anfänger. Er liest es von der ersten bis zur letzten Seite durch und hat den unglaublichen Inhalt auswendig. Extrabeitschwert, Kampfgabel, pinke Peitsche. Oh, cool. Boop. Schön. Okay. Dann können wir nun zurückkehren und zwar zur Herberge der Königliche Kempe. Sehr schön, genau hier wollte ich hin. Als nächstes würde ich sagen, dass wir uns nach Eschenburg aufmachen. Zum Umland von Eschenburg. Um dort zu gucken, ob der Händler da lang gekommen ist. So, hier müssen wir lang. Ich gehe nicht davon aus, dass uns jetzt auf dem Weg dahin irgendwie das letzte Ziel hier begegnen wird.
oben sehe ich gerade noch einen Funkefleck. Theoretisch könnte das letzte Ziel auch auf dem Weg hier oben hin sein. Oder bei dem anderen Gebiet hier hinten. Da könnte es nämlich auch sein. Straße zum Umland von Eschenburg. Vielleicht werden wir dort ja irgendwelche Flashbacks haben. Umland von Eschenburg. Sieht hier schon etwas anders aus. Da oben ist Zwistanbul. Ruinen von Eschenburg. Ah ja, das ist also da. Dann ist Eschenburg da, das was umgeben ist von Wasser. Und das ist ganz in der Nähe von Yggdrasil. Ich denke mal, dass wir hier eher so eine Art Steppe haben. Vor Zwistanbul. Es geht zumindest so ein bisschen in die Richtung. Ich meine, gut, eine Wüste hatten wir ja auch schon. Wäre komisch, wenn wir jetzt noch eine hätten. Da unten ist so ein Axtkiller, gerade gesehen. Da war schon wieder so ein Geist. Und hier haben wir definitiv Monster. Das sind Monster. Nicht? Oh! Da ist Wombat. Oder Wombat. Auch er ist jetzt ein Zwischengegner geworden. Okay, Veronica. Peng! So, was haben wir drauf? Wambendrache heißt das Ding auch. Der Gnobold wird wütend. Aber wir werden mit dem Hiebe der Liebe werden wir sie ja wieder auf die Bahn bringen. Stimmt, sie kriegt jetzt auch immer 5 LP zurück pro Runde. Wow. Nicht gerade schwach. War's. 286 Erfahrungspunkte. Also der hat auf jeden Fall mehr drauf als die grimmigen Greife, die mich sehr enttäuscht haben. Schwächlinge. Ein See. Was haben wir denn hier für Funkelflecken? Da in der Mitte ist einer. Oh. Bienenstichler. Da machen wir mal Sick. Um sie möglichst schnell down zu kriegen. Und Peng. Perfekt. 276 und Serena steigt eine Stufe auf und sie erlernt auch wieder einen neuen Zauber. 3 Talentpunkte kriegen wir dazu. Ding Dong hat sie gelernt. Hornisse des Bienenstichlers. Was ist denn Ding Dong? Halt alle Gruppenglieder von Lähmungseffekten. Oh, das ist gut. So, was haben wir denn hier? Hier vorne war eine Truhe.
Halskette der Immunität. Chance, vergiftet oder verseucht zu werden, sinkt um 10. Ist auch gut. Hier hätte auch ein Ziel sein können. Hier ist aber nichts. Und hier sehen wir soweit auch nichts. Aber vielleicht hier. Nope. Hier hinten. Nope. Nope. Hätte er sein können. Hätte ich dem Spiel zugetraut. Da können wir rauf. Da ist noch eine Truhe, sehe ich gerade. Frage ist, wie wir da raufkommen. Hier doch nicht, oder? Nee. Also hier kommt man schon rauf, würde ich sagen. Ja, da ist auch was. Glimmergras. Aber da? Wie kommt man da hoch? Da müsste ich ja schon irgendwie fliegen können oder sowas. Aber die springen halt auch nicht besonders hoch. Die. Sehr, sehr wenig, was die immer. Oder komme ich hier hoch? Nee. Hätte vielleicht auch irgendwie. Also, es hätte mich schon etwas gewundert, wenn das geklappt hätte. Aber. Ja, benutzen wir die Bienen jetzt mal. Dann haben wir hier oben gleich direkt die Anzeige. Ruin von Eschenburg oder Zwistanbul. In Zwistanbul könnten sich theoretisch auch... Könnte sich der Händler auch aufhalten. Wow. Das sieht wirklich verdammt nach Gladiatorenkämpfen aus. Hier haben wir auch neue Gegnertypen. Pinke Karnigel. Oh. Maskierter Rammler. Ich glaube, das sagt alles. Oh nein, er greift an. Was tue ich nur? Machen wir nochmal Peng. Nur der eine Rammler lebt noch und er wird weggeslappt von Rionaldo. 388 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Hier habe ich auch was gesehen. Die sind nämlich auch neu. Interessant. Wie heißen die? Stachelwicht. Der alberne Tanz. Er hat Veronica tief im Herzen erreicht. Okay. Dann soll sie mal. Kann ich aufhören zu kichern, ist auch bescheuert. Liebe der Liebe, bringt das bei denen was? Nochmal Peng. Bring den Gnobol zu Fall. Nein.
Ich hätte einen stärkeren Zauber oder irgendwas einsetzen sollen. Jetzt ist es zu spät. Ich bereue es schon. Did I do all right? 378 Erfahrungspunkte. So, jetzt müssen wir aber mal eben Serena die normale Heilung auf deine Schwester. So. Nein! Geh weg, böser Geist! Da sind wieder diese Axtmörder. So, Zwistanbul. Ich bin gespannt. Octagonia, home of muscular brutes beating the bejesus out of each other. I've always wanted to visit. Oh, great. They're fans of Hendrik, huh? I hate this place already. Hey there, handsome. Y'all here to take part in the tournament? You sure oughta. The Masked Martial Arts Meet is where all the biggest fighters make their names. Kann es sein, dass Henrik hier dann auch mitkämpft? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. What's it say? Show the world what you've got in the greatest fighting contest anywhere in Erdria. Awesome prizes available. A tournament, eh? I thought she was going to invite you to a boring old dance or something. I wonder what the masks are for. What's that at the bottom? All bouts to be held in the rooftop arena. I suppose that must be on top of the big building over there. Es ist seltsam, sie wieder normal zu sehen. Das könnte ziemlich cool werden. Oberes Zwistanbul, Waisenhaus, Aufzug. Hier gibt es offenbar einiges zu sehen. Finde in dem Gebäude im hinteren Teil von Zwistanbul mehr über die Meisterschaft der maskierten Arena-Kämpfer heraus. Mission in der Nähe. Okay, gibt es offenbar nicht. MMA steht für Meisterschaft der maskierten Arena-Kämpfer. Wusstet ihr das? Tja, die Kämpfer maskieren sich, bilden Zweierteams und prügeln einander dann windelweich. Das hier ist in Zwistanbul eine Art Tradition. Es gehört zu unserer Kultur. Herzlich willkommen in Zwistanbul. Hier treten die weltbesten Kämpfer gegeneinander an, um ihren Champion zu krönen. Ach Mist, das Geschwafel habt ihr ja schon gehört, nicht wahr, Schätzchen? Also macht ihr nun mit bei dem schlagkräftigen Spaß? Falls ja, geht ihr besser schleunigst zum Registrierungsschalter und meldet euch an. Der Schalter ist gleich dort drüben, unter der Statue von Ritter Hendrik. Hey, wollt ihr wissen, was mir an der MMA besonders gefällt? Das Zufallselement natürlich. Die Siegchancen hängen ganz davon ab, welchen Partner man zugelost bekommt. Selbst der beste Kämpfer kann nicht viel ausrichten, wenn er einen Vollpfosten als Partner kriegt. Das ist ja das Geniale an dem System. Stellt euch vor, Hendrik kommt und wir werden ihm zugelost. Das wäre sehr seltsam. Interessant. Hier sind die Räume wohl unterirdisch. Unterirdisch schlecht. Schon wieder so ein Geist. Federkappe. Hier gibt es auch nur einen Raum. Das ist nicht besonders viel. Ich habe gehört, der Turnierpreis soll dieses Jahr sensationell sein. Der Bürgermeister hat ihn bei einem fahrenden Händler erstanden und soll keine Unkosten gescheut haben. Ich hatte ja gehofft, ich könnte ihn mir mit eigenen Augen ansehen, aber bei all diesen Leuten kann ich mir das wohl abschminken. Wenn es um Kämpferinnen geht, könnte man mich als absoluten Experten bezeichnen. Ich weiß alles über sie. Manche kenne ich vielleicht sogar besser, als sie sich selbst kennen. Ha, das ist gruselig. Rainbow!
Wow, it's got to be. Das soll der Preis sein? The merchant who bought it from the Sultan of Gallipolis must have sold it to the tournament organizers. Does this mean we're going to have to enter the tournament? Sieht so aus, ja. Nope. It means we're gonna have to win it. Und was ist das daneben? Das ist also dieser Schillerzweig, der als Hauptpreis dient. Ich verstehe gar nicht, was daran so besonders sein soll. Ich gucke mir das Ding schon ewig an, aber für mich ist das bloß ein schicker Zweig. Der zweite Preis ist da schon was anderes. Mann, oh Mann, diese gelbe Kugel könnte man bestimmt für ein nettes Sümmchen verkaufen. Vielleicht. Für einen Kämpfer reicht es heutzutage nicht mehr aus, sich in der Arena durchzusetzen. Man muss dabei auch noch gut aussehen. Die richtige Hautpflege ist total wichtig, Mann. Aber das hast du ja sicher schon gewusst, stimmt? Seine Haut ist ziemlich geschmeidig. Natürlich nicht weit so geschmeidig wie meine, aber echt nicht übel. Oh Mann. Warum reduzieren mich ständig die Leute auf meine Optik? Ist ja grauenhaft. Ihr wollt euch auch zum Turnier anmelden? Dann lasst euch warnen. In letzter Zeit sind Kämpfern merkwürdige Dinge zugestoßen. Alle reden davon. Genaueres weiß ich nicht, aber an eurer Stelle würde ich mich in Acht nehmen. Ich werde es versuchen. Ich werde es bedenken. Ah, da geht's wohl hoch. In die Arena selbst. Diese warm leuchtende goldene Kugel wird dem Zweitplatzierten bei der MMA überreicht. Dieses mysteriöse leuchtende Schillerzweig wird dem Sieger der MMA überreicht. Hallo und willkommen in Istanbul. Wenn ihr euren Hut in den Ring werfen und an der MMA teilnehmen wollt, seid ihr am richtigen Ort. Dies ist der Registrierungsschalter. Die Regeln sind denkbar einfach. Bei jedem Kampf treten zwei Zweierteams gegeneinander an und alle Teilnehmer müssen maskiert sein. Die Partner werden nach dem Zufallsprinzip zugeteilt. Das Losglück gibt unserem Turnier das besondere Etwas. Weil man nie weiß, was passieren wird, kommen die Leute jedes Jahr wieder. Und dieses Jahr gibt es ein paar ganz besondere Trophäen zu gewinnen. Der Spitzenpreis ist der Schillerzweig. Unser Bürgermeister hat wirklich alles Erdenkliche getan, um an das Ding ranzukommen. Ihr macht mir einen kampferprobten Eindruck, also wie wär's? Wollt ihr euch an der MMA versuchen? Natürlich! Das höre ich gerne. Also gut, hier habt ihr eure Maske und eure Nummer für die Partnerauslosung. Viel Glück. Valdis erhält eine Maske und die 11 als Auslosungsnummer. Er kann nun an der MMA teilnehmen. Die Partnerauslosung beginnt bald, also geht bitte zur dritten Ebene der Arena, wenn ihr bereit seid. Der Aufzug hinter mir bringt euch direkt dorthin. Viel Glück bei der Auslosung und viel Erfolg im Ring. Bevor wir das machen, würde ich mir aber den Rest von Istanbul ansehen. Hier ist eine Statue. Hier ist die Kirche. Hallo mein Freund, willkommen in Istanbul. Ich bin der Bürgermeister dieser wunderschönen Stadt. Ich nehme einmal an, ihr wollt hier an der MMA teilnehmen. Die Frage hätte ich mir gewiss sparen können. Man sieht es euch hier sofort an. Tja, wenn man dieses Amt so lange ausübt wie ich, bekommt man ein gutes Gespür für solche Dinge. Nun, dann wünsche ich euch viel Glück und verletzt euch nicht. Auch da werde ich mir Mühe geben, alter Sack. Magische Tierhaut. Irgendwie gruselig. Wenn das Turnier ausgetragen wird, werde ich immer etwas sentimental. Man sieht es mir jetzt vielleicht nicht mehr an, aber ich war selbst mal eine ziemlich bekannte Kämpferin. Ja, damals habe ich ziemlich vielen Kerlen den Hintern versohlt. Das kann ich euch sagen. Tatsächlich habe ich dabei meinen Mann kennengelernt. Ja. Und deswegen hat er dich in den Keller verfrachtet. Ganz toll. So, man kann hier speichern. Das sollten wir jetzt mal als erstes tun. So, und weiter geht's. Also, es geht hier nach oben, zum oberen Istanbul. Es geht allerdings auch hier lang. Hallo Hundi. Okay. Hast du ihn gerade sexuell belästigt in irgendeiner Art und Weise? Es sah ein bisschen danach aus. Was mir nicht gefällt. Hier unten, habe ich gerade festgestellt, sind auch... Wow. Wow. Das ist ganz schön groß hier. Man muss natürlich alleine schon aus dem Grund in jedes Haus gehen, weil man die Kürbisse zerstören möchte. Nein, weil man mögliche Bücher finden will. Das finde ich am wertvollsten eigentlich. Strumpfband.
Mein Mann übertreibt es immer ein bisschen mit diesen, bei diesen Großereignissen. Er ist schon losgezogen, um sich auf die MMA vorzubereiten. Den werde ich an Weilchen nicht mehr sehen. Es tut mir leid für dich. Okay, dann können wir jetzt in die unterste Ebene. Ganz Istanbul bereitet sich auf die MMA vor. Warum muss ausgerechnet ich arbeiten, ne? Mann, wenn ich es mir doch bloß mit diesem einem Kaltgetränk lauschig machen und mir die Kämpfe ansehen könnte. Ich könnte ja einfach kündigen und mir nach dem Turnier eine neue Stelle suchen. Ja, ist bestimmt eine gute Idee. Thiole Raffinessenz. Wozu braucht man auch einen Job, ne? Völlig überbewertet. Was ist mit denen denn los? Wetten die auf irgendwen oder so? Hier ist auch was. Da kann ich aber nicht rein. Aha. Mini-Medaille. Was ist das hier für ein Leuchtschild? 1, 2, 3, 4. Es gibt nur einen Champion hier. Den Goldjungen. Zeig's ihnen, Goldjunge. Hey, ihr da. Der Goldjunge muss sich auf seinen Kampf vorbereiten. Seht ihm nicht ständig, steht ihm nicht ständig im Weg. Klar, das stört ihn nur in seiner Vorbereitung. Du willst auch ein Autogramm des Goldjungen? Tja, dann stell dich bitte hinten an. Eigentlich sollte ich mich hier auf den Kampf vorbereiten, aber so ist das eben, wenn man so berühmt ist wie ich. Halt die Backen. Wirklich. Halt einfach nur die Backen. Es ist also wieder Zeit für die MMA, was? Das bedeutet für uns noch mehr Touristen und noch mehr Störenfriede. Ihr seid doch auch nicht von hier, das sieht man doch. Macht uns bloß keinen Ärger, hört ihr? Nein, ich will doch nur dein Haus ausrauben und alles lesen, was du hier hast. Das ist doch okay, oder nicht? Die 125. Adrianische Meisterschaft der maskierten Arena-Kämpfer. Willkommen zur neuesten und zweifelsohne großartigsten Meisterschaft der maskierten Arena-Kämpfer. Hier eine Vorschau auf einige der Teams, die in dieser Saison im Ring ihren Ruhm erlangen wollen. Der Totengräber und El Luchador. Diese muskelbepackten Schwergewichte sind breit wie Königsschleime, jeden Gegner zu plätten, der töricht genug ist, sich ihnen entgegenzustellen. Gillette, der fliegende Drache von Klatschmandu, und der Goldjunge, König des Charismas. Diese beiden Brüder der Gerechtigkeit sehen sich vielleicht nicht ähnlich, aber geben aber eine gefährliche Kombination ab. Die Zuckerschnuten Ronda und Hanna. Dieses deliziöse Duo muss man nicht mehr vorstellen. Allein ihr Aussehen ist legendär und ihre Fähigkeiten im Kampf sind nicht minder exquisit. Wer wird den Sieg erringen? Wer wird die Krone emporheben? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Schaut es euch an. Ich bin gespannt. Jetzt wissen wir auf jeden Fall über einige der Kämpfer Bescheid, was uns einen strategischen Vorteil einbringen könnte. So, die Frage ist, was verkauft man hier? Stahlbreitschwert. 2000. Wow, schwarzes Schwert. Das ist ziemlich schwer. Also ziemlich krass, das ist ein Beehänder. Seltenheit D sind wir bei dem Stahlschwert. Dann haben wir das Giftmottenmesser. Es gibt immer noch kein besseres, den Klingenbumerang. Die Zuckerstange. Stab der Schnelligkeit. Kampfgabel. Hypnopeitsche. Oh! Ein regenbogenfarbener Riemen, der Bösewichte blenden kann und sich beim Einsatz gegen elementarbasierte Monster als besonders effektiv erweist. Die kaufen wir jetzt sofort. Machen wir erstmal den Ausrüstungsbeutel. Ich will mir das gleich nochmal genauer ansehen. Aber die ist wesentlich stärker als das, was Rionaldo gerade hat. Hypnopeitsche. Ja. 4%ige Chance, Feinde mit einem Angriff zu blenden. Der Schaden, den dem Monster in der Elementfamilie hier zugefügt wird, steigt um 10%. Nehmen wir. Sieht interessant aus. Wollt ihr wissen, wer das Turnier gewinnt? Ganz einfach. Tom Scheuer und sonst keiner. Er hat letztes Jahr gewonnen, also wird ihn ganz Istanbul anfeuern, damit er den Sieg so gut wie in der Tasche. Damit hat er den Sieg so gut wie in der Tasche. Okay. Okay, ihr Deppen, dann glaubt das doch nur. Ich werde es euch zeigen. Goldplatte, Eisenschild, Steinschutzhelm, Federhaarband. Maske der Mobilität. Eine schrille Schmetterlingsmaske, die einen gewissen Schutz vor Lähmung gewährt. Eisenhelm. Mantel des Meidens. Eisenrüstung.
D. Also manche D-Sachen finden wir mittlerweile sogar schon. Aber daran erkennt man halt, wir sind nicht besonders weit im Spiel. Das ist der Gemischtwarenladen. Was finden wir denn hier? Keine Bücher. Sowas Doofes. Dabei sind hier so viele Regale. Oh Mann, ich habe letzte Nacht kein Auge zugekriegt. Ich war zu aufgedreht wegen des Turniers. Trotzdem muss ich mich auf meine Arbeit konzentrieren, bis es soweit ist. Toughes Tattoo. Eigentlich ist sie nur ein Aufkleber, aber dennoch verleiht ihr diese Körperzeichnung Kraft. Okay. Affinessenz. Fallen gelassen von Pongo Pongo. Okay. Die Läden hätten wir damit abgeklappert. Ihr habt doch schon von Tom gehört, oder? Er ist die größte Berühmtheit in ganz Istanbul. Es heißt, dass er im Waisenhaus geboren wurde und dort aufgewachsen ist. Vermutlich verbringt er deshalb so viel Zeit mit den Kindern dort. Das ist nett von ihm.